Was ist das reine Nichts? Ein Begriff, der in vielen Zusammenhängen benutzt wird. Doch wie kann man sich das Nichts vorstellen? Das Ding ist, man kann sich das Nichts nicht vorstellen, oder? Sobald du es dir vorstellst, dann ist es ja schon was. Wenn wir irgendwo an einer Stelle ein Atom haben, was ist dann daneben? Dürfen die Atome, also das ursprüngliche Etwas, womit wir die Welt erklären wollen, etwas beinhalten, was wir gerade erklären wollen? Alles, was es gibt, alles, was du siehst, wurde vorher gedacht. Und dass es einen Ursprung geben muss, einen Ursprungsgedanken geben muss. Bezeichne es, wie du es willst, aber irgendwas hat das alles möglich gemacht. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spielt keine Rolle. Wir sind da, wir sind ready, wir sind down. Und dabei ist alles und los. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction hier auf Leon Lovelock Highlights. Ich küsse euer Herz. Ich hoffe, euch zu Hause geht's allen gut. Liebe geht raus von mir und natürlich vom ganzen, wo ist er? Da, vom ganzen Livestream-Chat für euch nach Hause. Ja, einzig wahre Liebe ist da. Kommt vorbei, gerne mal im Love-Stream. Hier gibt's gute Energie, positive Vibes und Liebe. Und jetzt gehen wir ins erste Video rein. Was heißt, was ist das reine Nichts? Let's go. Ein Begriff, der in vielen Zusammenhängen benutzt wird. Doch wie kann man sich das Nichts vorstellen? Das Ding ist, man kann sich das Nichts nicht vorstellen, oder? Sobald du es dir vorstellst, dann ist es ja schon was. Wir können uns es wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Meistens denkt man nämlich an Dinge, die immer noch etwas sind, weil so. Wir im Leben immer etwas mit unseren Sinnen wahrnehmen. Wenn wir nachts schlafen und nichts träumen, bekommen wir stundenlang nichts mit und haben kein Zeitgefühl. Das könnte vielleicht ein Gefühl für das Nichts sein. Du kannst halt auch mit Meditation zum Beispiel dich in Zustände reinbringen, wo du ein Gefühl dafür bekommst, was nichts bedeutet, so weißt du? Ja, das ist halt eine sehr krasse Challenge, weil ich glaube, das ist aber auch das, wo die meiste Glückseligkeit drin liegt, indem du dich so frei wie möglich machst von allem und dich wirklich mit gar nichts mehr identifizierst und auch keine Gedanken mehr hast, sondern einfach nur noch bist. Sein. Wow. Aber auch wenn wir die Augen zumachen und in irgendeine ruhige Ecke gehen. Wenn man die Augen zumacht, sieht man schwarz. Aber auch schwarz würde im reinen Nichts nicht existieren. Auch keinen leeren Raum. Die Fliesen fühle ich nicht. Philosoph Aristoteles hatte mit Begrifflichkeiten wie dem leeren Raum seine Probleme. Und Aristoteles, guter Mann. Nichts konnte er sich nicht wirklich vorstellen. Ein leerer Raum. Was soll das sein? Die Existenz von drei Dimensionen, wo es keine Atome gibt. Das Problem wird nämlich folgendermaßen klar. Es gibt keinen leeren Raum. Energie ist überall. Das ist halt wirklich so. Ne? Leeren Raum ist schwierig. Deswegen hat er auch Probleme damit gehabt, der Jutzte. Wenn wir irgendwo an einer Stelle ein Atom haben, was ist dann daneben? Die Welt würde dann aus dem leeren Raum und den Atomen bestehen. Aber beide Dinge sind schwer zu erklären. Was wir definitiv wissen, ist, dass es Atome gibt und dass es unvorstellbar viele davon gibt. Anstatt Zahlen zu nennen, sollte man folgendes Beispiel nennen. In jedem Raum, in dem wir uns befinden, sind noch 100 Atome, die Caesar in seinem letzten Atemzug ausgehaucht hat, als er ermordet wurde. Julius? Was meinte der Bruder? Im ganzen Universum gibt es rund 10 hoch 89 Atome. Eine 1 mit 89 Nullen. Solche Zahlen werden wir uns niemals vorstellen können. Es hat damit angefangen, dass im antiken Griechenland der Philosoph Demokrit sich überlegt hat, ob man ein Ding rein theoretisch ewig teilen könnte oder ob irgendwann etwas kommt, was unteilbar ist und wo man dann sagen könnte, daraus bestehen wir alle. Schwingungen, oder?
Wenn du ins kleinste Teilchen, wenn du das nochmal, das sind doch dann am Ende nur noch elektromagnetische Schwingungen, oder? Heute wissen wir, dass es so etwas geben muss, und zwar das Unteilbare, auf Griechisch Atomos, also das Atom. Wobei man hier wieder überlegen muss, ob es wirklich unteilbar ist, da das Atom ja wiederum aus einem Atomkern und einer Atomhülle besteht. Doch was ist das Atom genau? Ist das Atom überhaupt ein Ding? Alle Dinge sollen ja durch Atome aufgebaut sein. Doch dann kann das Atom logisch gesehen kein Ding sein, denn wir wollen ja gerade erklären, wie die Dinge aufgebaut sind. Ist das Atom ein Ding? Setzen es aber im Atom schon voraus. Auch das um den Atomkern Elektronen kreisen erinnert an ein Planetensystem. Und da ist das Problem wieder. Dürfen die Atome, also das ursprüngliche Etwas, womit wir die Welt erklären wollen, etwas beinhalten, was wir gerade erklären wollen? Das ist mein Fuck, meine lieben Freunde. Ich habe mal einen Talk gesehen von einem Bruder, der gesagt hat, dass alles am Ende runtergebrochen aus Schwingungen besteht. Und wenn wir zum Beispiel die gleiche Schwingung hätten wie das Ding, was ich als Mauspad benutze, dann könnte ich, wenn meine Hand die gleiche Schwingung hätte wie das, dann könnte ich da durchgreifen. Hört sich sehr wild an, ne? Ich bin tief drin und komme nie wieder raus, meine lieben Freunde. Das ist der Neue. Also eigentlich anders sein als die Dinge, die wir kennen. Der junge Physiker Werner Heisenberg kam zum bahnbrechenden Schluss, dass es die Bahnen der Elektronen um den Atomkern eigentlich gar nicht gibt, sondern diese nur dadurch entstehen, dass wir sie beobachten. Das bestätigt die Theorie vom Philosophen Immanuel Kant, und zwar, dass die Naturgesetze das sind, was wir der Natur vorschreiben. Sollten wir nicht das Leben so nehmen, wie es ist, und irgendwann akzeptieren, dass wir nicht alles verstehen können? Au, fühle ich. Das nicht. Wir können nicht alles verstehen. Wir können das Größte aller Dinge werden wir nie verstehen können. Gott, das kannst du nicht verstehen. Das kannst du auch nicht erklären. Das kannst du nur fühlen und es einfach zulassen und einfach vertrauen. Sein ist etwas, was wir nie fühlen werden, auch wenn wir sterben. Denn würden wir es fühlen können, wäre immer noch etwas da. Schlussendlich ist der leere Raum, wo es wirklich nichts gibt, keine Atome, keine Temperatur und so weiter, immer noch nicht nichts. Denn in dem Moment existieren die drei Raumdimensionen und die Zeit. Eine große Frage in der Philosophie ist, warum ist nicht nichts? Also warum existiert überhaupt etwas? Boah, das ist krass. Warum gab es den Urknall? Was hat den Urknall ausgelöst? Gott. Es gibt Religionen, die das begründen. Mit dem Urknall hat es angefangen, Raum, Zeit und Materie zu geben. Es muss eine Intention gewesen sein. Alles entsteht aus den Gedanken, meine lieben Freunde. Egal, was du siehst in der physischen Welt, was du anfassen kannst, was Materie ist, entstand vorher in einem Gedanken. So. Also alles, was es gibt, alles, was du siehst, wurde vorher gedacht. Das heißt, das ist einfach ein Gesetz, dass auch die Welt gedacht worden muss vorher von irgendwas. Und dass es einen Ursprung geben muss, einen Ursprungsgedanken geben muss. So. Bezeichne es, wie du es willst. Aber irgendwas hat das alles möglich gemacht. Gab es vor dem Urknall wirklich nichts? Stellen wir uns das Nichts vor, was vor dem Urknall war. Irgendwann. Wow. Das Nichts vor dem Urknall. Pures Licht, oder? Gab es einfach den Urknall. Und die Urknalltheorie wird ja angezweifelt auch, ne? Irgendwas muss doch außerhalb des Urknalls sein. Wie kann aus dem Nichts einfach etwas entstehen? Zumal wir von einem Universum reden, wo wir drin leben und über so etwas nachdenken können. Durch Denken wirst du es halt nicht erfahren, weil Denken dich nicht dahin bringen wird. Im Gegenteil, Denken hält dich eher davon ab, das Wahre zu sein und zu merken, zu spüren und zu fühlen. Der Klaus sagt es richtig. Das sind Themen, die können wir nicht erfassen. Nicht mit unserem Gedanken, auf keinen Fall. Woher kommt die ganze Energie? Die Materie und warum in dieser Menge?
Dunkle Energie ist zum Beispiel die Kraft, die das Universum entgegen der Gravitation ausdehnt. Wenn man diese Kraft nur etwas verändern würde, würde es das Universum zerreißen oder es würde wieder in sich zusammenfallen. Dunkle Materie, auch wild. Ich habe mir mal ein Video reingezogen, Relativitätstheorie für Laien. Das könnten wir im Stream auch mal reinziehen. So fand Stephen Hawking heraus, dass unser Universum so unglaublich fein eingestellt werden musste, damit unsere Existenz überhaupt möglich ist. Er verglich es damit, dass 10 hoch 55 Rasierklingen aufeinander stehen und ganz oben steht ein Bleistift. So unwahrscheinlich ist unser Universum. 10 hoch 55 Rasierklingen stehen übereinander und ganz oben ist ein Bleistift. Bro, was ein geiler Vergleich, Bro. Stevie-Vibes, Digga. I love you, man. Rest in peace. Crazy. Gutes Video wieder. Interessante Welt. Starker Kanal auf jeden Fall. Liebe geht raus an der Stelle. Ich mag seine Stimme. Ich mag die Vibes. Oder, Freunde?